Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Mein Name ist Wolf Fuß. Gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann darf ich dieses Spiel für Sie kommentieren. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach. Dann schauen wir doch mal, wie sich dieses Spiel entwickelt. Ich glaube, das wird spannend. Beide Mannschaften werden das Spiel sehr ernst nehmen. Und klar, eine wichtige Aufgabe kommt heute Robert Lewandowski zu. Er ist der überragende Torjäger dieses FUT-Clubs. Absolut unerreicht, seine Statistiken, seine Erfolge. Und von daher weiß natürlich jeder, wie wertvoll er ist. Gerd Müller, Kalle Rummenigge, Giovane Elber. Die Liste der überragenden Stürmer des FC Bayern ist lang. Der Name Mario Gomez würde da den wenigsten wahrscheinlich auf Anhieb einfallen. Dabei wäre das alles andere als abwegig. 113 Tore hat er für die Münchner erzielt. Das hat man, glaube ich, gar nicht mehr so im Kopf, was für eine Torquote der hatte. Und trotzdem hat er irgendwie nie so die ganz große Wertschätzung erhalten. So gehen es die Bayern also heute an. Im Tor ist Manuel Neuer. Dayo Upamecano spielt gemeinsam mit Lucas Hernandez in der Abwehr. Serge Gnabry steht neben Leroy Sané auf dem Flügel. Und ihr einziger Angreifer ist Robert Lewandowski. Borussia Mönchengladbach geht heute so in dieses Spiel. Auf der Torhüterposition Jan Sommer. Matthias Ginter spielt mit Nico Elvedi in der Abwehr. Jonas Hofmann steht mit Alassane Plea auf dem Flügel. Und vorne versuchen sie es am heutigen Tage mit zwei Stürmern. Kann losgehen. Gladbach mit dem Anstoß. Schauen wir mal, wie sie ins Spiel reinkommen. Die Chance. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Es bleibt hier beim Spielstand. Und Tor. Das ist die späte Führung. Damit hat hier ja keiner mehr gerechnet.